Gläser mal einfach. Das ist ja doch keiner. Aber das ist geiler auf Bildern. Was ist auch geiler auf Bildern? Scheiße, ich hab die Scheibe, die wir hier gebastelt haben. Ja, aber die Scheibe, die darf man noch gar nicht zeigen. Die geht's heute gar nicht, die Scheibe. Die Scheibe kommt dann nochmal separiert in einem anderen Video. Pascal. Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einem neuen Video. Seit langem mal wieder, Fabian, ne? Ja. Einerseits, weil dieser nette Herr hier, ein paar Tage krank, hat er eigentlich nicht so geplant, aber das plant man ja meistens nie, ne, dass man krank wird. Dann hat sich der Fabian mal 2-3 Tage Urlaub gegönnt. Seit, ich glaube, 6 oder 7 Jahren, ne? Ja. Hatten wir auch mal ganz gut getan. Und ja, somit ist es zustande gekommen, dass jetzt eine Woche lang kein Video von uns kam. Aber jetzt geht's weiter wie gewohnt und wir daten euch heute mal ab zu unserem Ford Capri Zack Speed. Denn der liebe Pascal, der hier noch schon wild am Schrauben ist, war nicht untätig in der Zeit. War der Einzige quasi, der dieses Konstrukt Holly Holly über Wasser gehalten hat in der Zeit, ne Pascal? Der Einzige, der hier was geschafft hat. Ja, und das, was wir alles geschafft haben, das zeigen wir euch gleich. Vorher bauen wir aber noch schnell hier unsere Karosserie runter. Aber man kann ja schon mal erahnen, um was es heute geht, ne? Sieht schon mal mehr nach einem Auto aus als sonst. Wir haben schon eine Lenksäule drin, Mitteltunnel ist schon angedeutet, Sitze sind schon drin. Das kann sich schon sehen lassen. Aber mehr dazu gibt's jetzt. So, mein lieber Freund Pascal, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Wie ihr es geplant habt. Wie wir es geplant hatten. Ja, planlos ging hier der Plan los. Ja, wie eben schon erwähnt, geht es heute um Sitzposition, Lenkposition, Pedalerie und so weiter und so fort. Da muss man natürlich so rangehen, dass wir da jetzt nicht separiert jedes einzelne Bauteil irgendwie anbringen konnten, weil müssen ja alle Faktoren miteinander harmonieren. Das heißt, wir können ja nicht irgendwo hinten rechts sitzen und kommen dann nicht mehr ans Lenkrad ran oder mit den Füßen nicht mehr in die Pedalerie. Deswegen haben wir uns das schon mal alles grob vorneweg reingelegt, positioniert, Sitzpositionen ermittelt. War ziemlich schwierig, sag ich mal so, wie man es jetzt auch sehen kann. Um die Sitze jetzt zu befestigen, haben wir zum Beispiel schon mal hier vorne Flanschplatten eingeschweißt, 3 mm stark in die Zwischenräume unseres Rahmens, um jetzt quasi unseren Sitz hier drauf befestigen zu können. Dann sind natürlich wieder ein, zwei Faktoren dazugekommen, wie Pedalerie und so. Oder wir haben dann schon mal Probe gesessen, haben dann ziemlich schnell festgestellt, bei dieser Sitzposition oder bei der Bauart des Sitzes haben wir nach außen auch wegen dem Türkreuz wenig Spielraum, um uns da zu bewegen. Also die Sitze wollten wir ja hier auf jeden Fall nehmen, ne? Wollten wir damals schon in unser 02 reinballern. Haben wir dann allerdings nicht gemacht. Und für das Projekt hier, sage ich mal so, sind sie jetzt auch nicht ideal geeignet, weil es eigentlich Track-Sitze sind für so Track-Racing-Fahrzeuge, wo du wirklich nur geradeaus fährst und die sind halt nicht groß fürs Lenken gedacht. Deswegen waren uns hier diese Wangen ein bisschen im Weg. Mit der jetzigen Position geht's, aber ich erkläre euch nochmal schnell, wo das Problem war. Wir waren mit dem Sitz weiter vorne und auch weiter außen und sind dann jedes Mal mit dem Arm hier an unserem Türkreuz gestoßen. Somit hatten wir halt keinerlei Möglichkeit, hier schön harmonisch lenken zu können. Deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, die Sitze weiter in die Mitte zu rücken und auch weiter hinten zu gehen. Wir hatten nämlich hier noch größere Probleme mit unserem Käfigbau, dass dann hier diese Querstrebe bei uns im Weg war. Allerdings ist das jetzt hier die perfekte Sitzposition. Auch zueinander, dass man sich hier nicht mit dem Arm im Weg ist, hat jetzt hier außen genug Platz und mit der Pedalerie hier vorne oder mit der Reichweite von der Pedalerie harmonieren wir jetzt auch astrein und haben dann zusätzlich nochmal eine Flanschplatte hier hinten eingeschweißt, wo wir jetzt letztendlich unseren Sitz hier unten einmal positioniert haben. Allerdings war dann diese ganze Geschichte noch ziemlich wabbelig und mussten dann noch einen Fixierungspunkt irgendwo etwas höher finden. Und da hat der Pascal hier nochmal einen wunderschönen Halter gebaut im Rückenbereich, um jetzt den Sitz hier hinten noch anflanschen zu können. Und wie man sehen kann, ist das Teil jetzt hier bombenfest drinne. Ja, dadurch, dass wir dann mit dem Sitz quasi etwas weiter in die Mitte gerückt sind, mussten wir natürlich auch mit unserer Pedalerie weiter in die Mitte ragen. Allerdings haben wir hier unseren fetten Getriebeklotz und hatten da auch massivste Platzprobleme, das dann wirklich schön mittig des Sitzes zu positionieren. Also die Pedalerie an sich war kein Thema. Allerdings hatten wir hier schon unser E-Gas angeflanscht. Wir haben ja das letzte Mal hier ein hochwertiges Video gebaut, wo ich das hier alles umgebaut habe. Ich weiß nicht, haben wir das hier noch irgendwo liegen? Nee, ne? Naja, auf jeden Fall hatten wir hier hinten so eine richtig große Metallflanschplatte dran, wo wir hier unser Original E-Gas verbaut hatten und hatten dann sozusagen hier vorne in der Ecke
in diesem Bereich massivste Platzprobleme, unsere Pedalerie mehr in die Mitte zu bekommen. Ja, das E-Gas ist jetzt gewichen. Somit kommen wir auch mit dem E-Gas weiter in die Mitte oder mehr Richtung Mitteltunnel und werden uns jetzt letztendlich für ein anderes E-Gas entscheiden. Der liebe Christian Schröder von KKS hat uns da was empfohlen. Gibt es bei Amazon für relativ schmales Geld. Ich glaube, 60 Euro kostet das Ding. Der Fabian kann das Teil hier mal einblenden. Und das ganze Teil, Alter, meine Stimme ist weg, wird mittels eines Seilzugs bedient. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach nur eine Vorrichtung rein, wo hier ein Seilzug reingeht und können uns dann unser Potentiometer vom E-Gas positionieren im Fahrzeug, wo wir wollen und haben dann somit hier keinerlei Platzprobleme mehr. Ja, das nächste war dann eigentlich die Ermittlung, Position der Lenksäule. Haben uns da jetzt für eine Lenksäule von einem BMW 90 entschieden. Wer hätte es gedacht, ne? Wir haben ja auch die ganzen Achsen, Lenkungen und so weiter, alles drin. War natürlich auch wieder so ein Glücksspiel. Wir hätten da diverse andere Lenkungen nehmen können. Allerdings haben wir uns so gedacht, naja, die Lenksäule, die passt ja wahrscheinlich astrein auf das Lenkgetriebe. Können wir ja erstmal die hernehmen und können probieren, wo wir da hinkommen vom Platz. War natürlich auch nicht so easy. Wir mussten die Lenkstange an sich etwas verlängern, weil unsere Sitzposition ja erheblich weiter nach hinten gerückt ist. Das war jetzt erstmal nicht das Problem. Was eher das Problem war hier vorne mit der Lenksäule, dass die uns mit dem Krümmer nicht im Weg ist. Wir haben uns nämlich hier so einen Anflanschbock der Lenkung gebaut, plus so eine Platte hier, die wir uns ausgeschnitten haben, die wir jetzt hier an unsere originale Anflanschung anschrauben konnten. Und ich habe das Ganze erst ein bisschen zu hoch konzipiert. Das heißt, unsere Lenkstange war uns dann beim Krümmer im Weg. Ich habe eigentlich gedacht, durch diese Drehbewegung hier an der Stange, wenn ich das jetzt ein bisschen weiter nach oben drehe, haben wir dann an der Lenkstange hier mehr Platz. Allerdings musste ich das dann so weit nach oben drehen, dass unser Lenkrad dann hier so nach oben gestanden hätte und wir dann quasi wie ein Bus gefahren wären. Deswegen musste ich diesen Halterbock hier nochmal neu anfertigen, oder der Pascal hat das gemacht. Und jetzt ist die Lenkposition vom Lenkrad wirklich astrein. Und wir haben jetzt auch genug Platz hier vorne bei unserem Krümmer. Krümmer ist schon bestellt, der geht nicht wie original einmal nach unten weg dann. Der wird dann direkt nach oben weggehen und nach vorne. Und im vorderen Bereich werden wir dann nochmal eine Kurve ziehen und nach hinten weggehen. Aber das ist ja erstmal eine andere Baustelle. Ja, dann haben wir uns erstmal hier so eine Radnabe bestellt, BMW E90, um jetzt hier auf so ein OMP oder Momo-Lenkrad zu kommen. Wird dann letztendlich auch nochmal ein anderes Lenkrad reinkommen. Fabian will es wirklich so ein bisschen crazy haben, wie in so einem Formel 1 Auto oder so mit ein paar Knöpfchen und so. Ne? Mhm. Und da werden wir dann zusätzlich auf jeden Fall noch ein Snap-Off verbauen, weil das draußen reinkommen bei dem Kfz hier mit Lenkrad, wie man sehen kann, ist für mich kleinen Spargeldartzahn noch einigermaßen irgendwie möglich. Aber wenn da jetzt jemand oder ich zum Beispiel in 2-3 Jahren, wenn ich nicht mehr so gelenkig bin wie heute, aussteigen muss, wird es da kritisch. Ja, wenn man das Lenkrad dann abnehmen kann, kommt man natürlich auch perfekt und astrein wieder raus aus diesem Gerät. Ja, dann hat sozusagen unsere Lenksäule schon gestanden. Ist jetzt, habe ich noch gar nicht erwähnt, übrigens auch astrein komfortabel hier mit Verstellung. Wir können das Ding jetzt zu oder weiter weg von uns stellen, als auch hoch und runter. Ja, und das alles zu ermitteln, also diesen Mittelpunkt, dass das dann auch alles harmonisch ist, ne? Und das Ding jetzt nicht nach der Verstellung hier unten zwischen unseren Beinen hängt oder oben unterm Dach, war halt alles ziemlich tricky, diese ganze Position daraus zu finden. Also wo und wie man was hinbaut, dauert dann meistens länger, als das Teil an sich überhaupt irgendwie zu fertigen oder zu bauen. Ja. Ja, aber das ist ja hier nicht nur bauen, das ist ja auch viele Konstruktionsarbeiten und das frisst halt teilweise ganz schön viel Zeit. Deswegen sind wir eigentlich immer wieder überrascht, dass ihr jedes Mal sagt, in welcher geisteskranken Geschwindigkeit wir hier eigentlich vorankommen. Ne? Uns selber kommt das gar nicht so vor, weil du gefühlt für jeden Step hier tagelang brauchst. Ja. Dann zu unserem Mitteltunnel, den müssen wir jetzt, wir kommen ja jetzt langsam in das Stadion, wo wir unsere Zelle hier einigermaßen verkleiden müssen und somit auch unseren Mitteltunnel. Und deswegen hat der Pascal hier aus 4x2 Zentimetern, wie nennt man das, Rechteckprofilen unseren Mitteltunnel gebaut. Einmal hier vorne in dem Bereich, den größten, da werden wir dann hier oben nochmal im Rahmen nochmal ein Querrohr machen. Von den beiden Röhren, die jetzt Rohren fahren zurück, die hier nach vorne gehen und werden dann hier unsere Spritzwand integrieren. Ja, und dann sind wir natürlich auch mit Getriebekontur immer und immer kleiner geworden. Das ist dann der nächst kleinere Bügel, sag ich mal, und werden dann nach hinten aus immer kleiner. Je nach Platzproblem natürlich hier zwischen den zwei Sitzen. Ist jetzt auch haarscharf, dass wir jetzt hier gerade noch so unsere Kardanwelle hier durchbekommen. Und das hat der Pascal alles so konstruiert, dass wir jetzt sozusagen verschiedene Aluminiumblechplatten immer schön zurechtschneiden können und dann hier eine richtig schöne Aluhaube bauen können. Da gab es auch so ein bisschen Probleme zwischendurch, ne? Was, ja. Was hat man da, oder was hast du da nicht bedacht gehabt? Da war der Winkel
von diesen Abschrägungen waren das, ne? Ja. Also das heißt, man muss sich das so vorstellen, der Winkel war ein bisschen flacher als der Winkel. Und wir hätten dann sozusagen das, diese einzelnen Parts hier nicht mit Blechen verbinden können, weil wir dann sozusagen wie so eine Drehung drin hatten. Deswegen mussten diese Winkel halt immer alle exakt gleich zueinander sein, um jetzt hier überall einzelne Blechchen anfertigen zu können. Ja, wo dann unsere Mitteltunnelverstrebungen drin waren, konnten wir uns auch um die Position unseres Schalthebels kümmern, was ehrlich gesagt auch wieder ein Glücksspiel war. Ne? So von der Höhe, von der Position passt wirklich astrein. Also nach vorne und hinten hatten wir ja kein Problem. Allerdings von der Höhe war das wirklich optimal, sage ich mal so. Richtig schön neben dem Lenkrad. Wir können das Ding direkt greifen und können jetzt hier wunderbar unsere Gänge durchreisen. Da auch nochmal vielen Dank an den lieben Luke von H-Speed Shift Engineering, der uns dieses wunderschöne Teil damals schon für unseren BMW gesponsert hat. Wie gesagt, wir haben das Gerät ja dann etwas klassischer gebaut und haben jetzt hier umso mehr Parts für unseren Zackspeed. Ja, das Ganze ist jetzt auch schon eingestellt worden. Das heißt, ich kann hier an den ganzen Verstellschrauben das alles schön einstellen. Ich kriege jetzt sozusagen unseren Rückwärtsgang hier nicht rein. Ziehe jetzt das Hebelchen hier und kann jetzt unseren Rückwärtsgang reinschmeißen. Ja, geht auch wirklich alles butterweich und die Sahne. Und man hat hier schon so ein richtiges Rennwagen-Feeling in der Kiste. Ja, und somit haben wir dann auch unseren Shifter hier installiert. Das war's eigentlich schon, ne? Richtig. Richtig. Was noch ein bisschen tricky war, oder was wir jetzt noch nicht uns ausrechnen können, wie viel Spielraum jetzt letztendlich die Maschine braucht. Gell? Das ist ja ein V8 und der macht ja wahrscheinlich mal so ein paar Bewegungen. Haben wir jetzt auch, oder der Pascal hier bei dem Tunnelbau so konzipiert, dass wir jetzt überall rundherum noch ein bisschen Platz haben, so um die 2 cm. Wir hoffen natürlich auch mal, dass das Spiel ausreicht, um die Bewegung des Motors und des Getriebes auszugleichen, dass uns das jetzt hier nicht überall anstößt. Bleibt dann letztendlich noch die Option, uns dann hier diese ganzen Gummilager auszutauschen gegen PU-Buchsen, damit das Ganze ein bisschen stabiler gelagert ist. Müssen wir mal gucken, wie viel Spiel das ist. Wir haben zwar jetzt schon mal richtig dran rumgerissen an dem Aggregat, um zu gucken, ob das funktioniert, aber letztendlich so eine Gewalt wie so ein Corvette V8 Motor haben wir dann auch nicht in Fingern und das wird sich dann spätestens dann herausstellen, wenn das Teil dann läuft. Ja, Ladies and Gentlemen, das war's zu unserem kurzen Update. Der nächste Step wird dann sein, wirklich das ganze Zeug hier drinnen mit Aluminiumblech zu verkleiden. Hier liegen schon die 2 mm Aluminiumblech werden wir da nehmen, uns die Fußräume jetzt konzipieren oder konstruieren, zurechtschneiden, einbauen und dann wird der liebe Erik Alulöffel hier kommen und wir werden gemeinsam mit dem Erik unseren Mitteltunnel bauen. Das heißt, der Pascal wird jetzt schon mal die ganzen einzelnen Bleche anfertigen für unseren Mitteltunnel und der liebe Erik darf das dann alles wunderbar miteinander verschweißen. Ja, so wird es weitergehen nächstes Mal. Es hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal wird auch wieder ein bisschen mehr geschraubt. Ne? Wir konnten das, wie gesagt, durch Krankheit und Urlaub diesmal nicht so genau detailliert festhalten, wie wir das jetzt alles gebaut haben. Aber beim nächsten Mal wird auch wieder was geschraubt und geschweißt und gesprüht. Gespachtelt. Ja, Ladies and Gentlemen, wie immer nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen, dass wir jetzt hier schon mal mehr Auto haben als vorher. Ciao, bis zum nächsten Mal.